So, meine lieben Damen und Herren, ich bin zurück. Frelo Plays wahrscheinlich, naja. Wir waren bei den Bädern stehen geblieben und heute ist eine ganz besondere Folge. Oder mehrere Folgen wahrscheinlich. Denn ich habe einen Gast. Der Ninja Play LP. Yeah, sag mal hallo. Hey yo Leute, der Ninja hier. Diesmal nicht selber am Zocken, sondern als Gast hier beim Frelo Plays. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei Prince of Persia. Und ja, das wird sicher eine lustige Runde hier mit uns beiden. Oh ja. Vercrackten. Spasten. Sparken. Ich glaube, wir waren schon in dieser Vision drinnen, ne? Ja, egal. Da oben ist eine Leiter. Vielleicht kommen wir an die ran. Leiter so. Nein. Zu hoch. Guck mal. Er hat die Arme voll angewinkelt. Er könnte die voll locker ausstrecken. Ja, er ist einfach nicht so schlau wie... Er hängt mit dieser Prinzessin rum, der muss voll kaputt sein, der Junge. Ja, das ist jetzt, glaube ich, voll der Fail für ihn, weil er hat sich gerade vor seiner Freundin voll gepaunt. Guck mich nicht so an. Das kann er, ne? Ich meine, hier so eine Wände hochlaufen wie so ein König, aber Leitern sind ihm zu schwierig. Ja. Vielleicht verstehen die sich ja auch nicht, die haben sich schon mal geschlagen. Und die Leiter, und er möchte vor der Leiter abhauen. Was darum, aber irgendwie keinen Sinn machen darum würde. Hängt die auch so hoch, die will ich zurückziehen. Ha. Ja, genau. Also, falls ich etwas schleppend spiele, liegt das wohl daran, dass das Spiel so schwer ist. Nein, ich habe eine lange Zeit nicht mehr gespielt, weil ich musikalische... Probleme. Ich musste Beschäftigungen, genau. Ich habe Musiklieder und sowas gemacht und richtig. Nebenbei musste man noch die Fans bedienen. Genau, und ja, es hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Zwischendurch hat Universal dann auch noch nachgefragt und da liefen dann auch noch ich sehe nach, wo er hinführt. Eminem das Feature und ach Quatsch. Ja, Quatsch, Eminem Feature, nicht schon wieder, der nicht nervt langsam. Wieder, der ist langsam echt im Kopf. Ja. Ach, und wir werden hier wieder malträtiert. Ich glaube, die mögen uns alle irgendwie nicht. Wo rollt man sich denn nochmal? Ah! Oh boy, nein! Damn! What the fuck? Okay, Moment, erstmal üben wir ein bisschen. Absolut. Das ist Schlagen. Das ist Springen. Wo kann man sich. Ach, da rollt man sich auf der Sprungtaste. Okay. Auf der Sprungtaste. Ah ja, und jetzt ist auf einmal. Way! Ah, jetzt sind wir jetzt drüben. Aber auch nicht. Aber wir können ja hier richtig ein Cheating. Ich finde dieses System ziemlich interessant, so mit dem Sand und Zurückspulen und im Allgemeinen hat Stil. Auf jeden Fall, das hat richtig Stil. Das ist, ja, das ist ja, also bei meinem Max Payne 2 Part, da, Let's Play war es ja so, da konnte man die Zeit so langsamer laufen lassen und dann konnte man sich besser konzentrieren. Das ist hier nochmal cooler, hier kannst du, wenn du einen Fehler gemacht hast, einfach nochmal... Replay und ja. So was braucht man im Real Life. So was bräuchte man wirklich mal im Real Life. Was ein normaler Gamer ja eigentlich gar nicht kennt. Von daher, We did it! Actually. Fail. Nein! Oh, das ist. Oder auch nicht. Das mach ich nochmal. Das mach ich auf jeden Fall nochmal. Das ist szenemäßig einfach. Und so, ja. Meine lieben Damen und Herren, ich lasse mich aber mal runterfallen. Bäh. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Tot. Mensch. Wo müssen wir denn da jetzt lang? Müssen wir da diese Gitterwand hochlatschen? Nee, ich weiß, ich habe das noch im Kopf, weil ich habe das ein einziges Mal durchgespielt. Ach, ja. Dieses Level ist ziemlich hängen geblieben, weil ich da so oft gefailt bin. Ja, aber war irgendwie auch fast nur möglich. Ja, das ist richtig. Ja, wenn man jetzt bei Minecraft wäre, könnte man sich einfach ein paar von diesen Steinfelsen da wegbauen und umbauen und alles, aber... Ja, aber ich glaube, ich mache auch bald ein Let's Play zu Minecraft, weil das so wenige machen. Oh, und dann wirst du hier wieder Mainstream. Ich mache The Frelo schon bevor er Mainstream war. Ja, weil das ja absolut gar keiner macht, also null. Minecraft ist ein absolut unbekanntes Spiel, das noch, also darum erklären wir das jetzt am besten nochmal, Minecraft ist, okay, lassen wir das. Oh ja, ich wollte schon sagen, das wird einfach zu unnötig. Oh mein Gott! Heilige Scheiße, das war super, jetzt kommen wieder halbnackten Handtuch-Boys. Ich bin hier oben! Yeah! Die wir ja aus den Florian-Parts
Ja, ich hasse diese Kerle. Mit diesen komischen Ketten. Ich frage mich mal, woher die Ketten haben. Ja, das bestimmt bei. Gab es bestimmt mal bei eBay einen Donner. Oh ja, solche SM-Spielchen. Ja, genau. Lecker. Und wir jetzt auch die. Wir hatten mal ein Niveau. Nein. Wir kriegen neues Schwert. Oh, ich hab's alles heult, aber ihr habt's ja alle gesehen. Komm mal runter, Freunde. Gabam! Finale! Ja! Oh ja. Aber egal, anders kann man nicht. So, um jetzt mal ein paar andere glückliche Themen anzusprechen. Habt ihr das mitgekriegt? Ihr wisst ja alle, alle kennen Klicksum. Und alle kennen auf jeden Fall, wenn sie Klicksum kennen, kennen sie Klicksum durch Gronkh. Und. Ja, wow, ich hab eigentlich richtig Klicksum zu gucken. Aber egal. Jedenfalls, ihr habt ja gehört, dass Gronkh nicht an sein Telefon gehen tut, weil, keine Ahnung, bestimmt hat er keine Lust zu Klicksum, kann man auch verstehen. Er hat ja voll viele Projekte am Laufen, wegen seiner Welt bei Minecraft zum Beispiel. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Jedenfalls, er kommt halt nicht zu Klicksum. So. Und das Lustigste ist, das Interview, was Klicksum schon seit Jahren geplant hatte, was irgendwie nicht funktioniert, ja, genau. hat dann direkt Giga TV hier, also Giga auf YouTube, sofort hingekriegt, sofort auf der Gamescom, klack gemacht, fertig. Das ist, also wir haben, oder bis jetzt, ich hab da immer so mal gesagt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, der Herr Krachten, Alpha hat einfach einen mega Erfolg gemacht, den er gerade hat, seitdem es bis kaum kommt zu Klicksum. Die Abos explodieren, die Kommentare und Videoantworten sprießen. Es ist wirklich Wahnsinn und langsam reicht's. Also die Leute werden ungeduldig und ich denke, dass die Geschichte ist irgendwie, na, ich würde sagen, fake, aber irgendwie fake. Und vor allem, jeder weiß, ich meine sogar ich wusste das, obwohl ich man könnte Gronkh auf Mute, den Videos auf Mute setzen und trotzdem wird man wissen, dass Gronkh auf die Gamescom geht, ja? Ja. Und wenn das wirklich so ultra wichtig für die ist, dass die den Gronkh beim Interview haben, außer jetzt für die Klicksum-Abos etc., hätte man einfach auf die Gamescom gehen können, ihn suchen können, ihn anfragen können, mit ihm persönlich sprechen können, weil er ist ja da gewesen. War, und das hätte man eigentlich rein theoretisch machen können. Ja, das ist, weil Gronkh war ja die ganze Zeit da, hat er ja gesagt. Ja, klar. Komisch fand das Gronkh war, glaube ich, auch nicht auf dem Video, der ihn jetzt glaube, er ist, weil da wäre er Christoph Kaffee ja bewegt, weil der hat das ganze Jahr geleitet. Ja, also er geht ihm wirklich anscheinend irgendwie aus dem Weg und man weiß einfach nicht, was der Herr Range da sich gedacht hat. Ja, egal, ist eigentlich auch Wurst. Ich hoffe einfach nur, dass es wirklich jetzt nicht so wie einige vermuten, dass es echt so eine abgekackte Sache von Klicksum ist, dass das Klicksum echt nicht unser verarscht hat. Ich schätze echt Klicksum nicht ein, weil Klicksum ist eigentlich an sich ganz cool. Klicksum gefällt mir, es ist informativ. Mir gefällt das Format sehr. Nur, ich glaube, Gronkh müsste. Gronkh müsste. Dann. Das ist sofort. Ja, das stimmt. Hat er ja mal sogar. Wenn ihr auf den Kanal Gronkhs Zeug geht und dann werdet ihr ein Ausschnitt eines Let's Plays von Craft? Irgendwas mit Crimecraft heißt das Spiel genau. Und da hat er gerappetet. Von Playmassive. Genau, Playmassive ist das. Ja. Man darf also weiterhin gespannt sein. Wir beobachten diese ganze Geschichte einfach. Ich bin da ja sowieso immer etwas dran an dieser Sache, weil mich das auch interessiert. Dort oben glüht etwas. Ich hab's vom Vorsprung aus gesehen. Ah ja. Na dann, rein informativ. Danke. Ja, Leute. Ja, okay. So, und jetzt geht's hier weiter mit Minecraft. Nein, Gronkh ist nicht bei uns, das war jetzt kein Spiel. Ihr habt bestimmt alle gedacht, Gronkh sitzt jetzt hier neben uns und hört uns zu. Nein. Way. Nein. Nee, Gronkh hatte schon so oft gefragt, ob er zu uns darf. Ja. Gedacht, ach, Erik, langsam reicht's. Nein, übrigens gehen ja, falls er das sieht, was er niemals sehen wird, aber wenn er es vielleicht irgendwie durch Zufall mal sieht, hier gehen die Grüße raus an Gronkh.
Du machst eine super Arbeit. Richtig. Also ich schätze das total. Er ist der eigentliche Grund, wieso ich mit dem Let's Play angefangen habe. Er hat mich da wirklich total inspiriert und gut, das soll jetzt beim nicht nächsten heißen, Mal dass fangen wir hier nachmache oder sonst was. Ist einfach nur eine sehr gute Inspiration für uns. Ja, und steht auch auf den auf meiner Facebook-Page von Ninja Let's Plays. Da habe ich das alles nochmal erklärt. Ich eifer keinem Erfolg nach. Ich glaube, so ein Erfolg wie Gronkin hat, wird ihn kaum einer haben, denn wenn man einfach mal ehrlich bleibt, Gronk ist wirklich King. Einer der besten YouTuber in ganz Deutschland. Ever? Und, ever. Na, eigentlich ist das komplette Team von Gronkh.de, wie Sarazar LP zum Beispiel, die sind alle super, finde ich. Die sind alle klar. Ja, klar, ich meine, die sind alle Hammer. Ich meine, sonst wären sie auch nicht auf Gronkh.de, ne? Das ist richtig. Aber die Sache ist halt, Gronkh persönlich, ich habe mir seine Sachen angesehen und dachte mir einfach, das möchte ich auch können. Ich möchte auch einfach was zocken, ich möchte dazu labern, ich möchte Leute zum Lachen bringen. Das passiert meistens eigentlich durch meine Fails. Aber. Immerhin. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Aber jeder fängt dumm an. Ja. Die einen bleiben dumm, die anderen entwickeln sich. Je zwei nachdem. Türen sind offen. Ja, Leute, und Traditionen müssen weitergehen. Ich bin nicht in meinem eigenen Hause, ich bin bei Frelo Place zu Hause. Aber trotzdem, Traditionen müssen weitergehen. Ich hab sehr stabil natürlich aus. Wieder könnt ihr sie mit dem Cola nebenbei. Haltet ihr mich für Rustam? Ich werde einfach mal ein paar Stücke gönnen. So muss das, wa? So muss das. Auf jeden Fall. Ach nee, du hast noch, ne? Ich hab. Ja. Da noch. Ein Schlückchen. Ein kleines Schlückchen. Okay. Ja, sonst kannst du heute Abend nicht schlafen wieder. Ja, das ist wieder wahr. Das ist aber schlecht. Ah, gut. Ja. So. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hör mal. Fragen wir das Orakel. Ey. Verbindung aus. Orakel. Sag mal an hier. Was stehst du auf dem Schalter? Bist du irgendwie. Musst du da stehen? Ja, bestimmt, sonst würdest du ja nicht rumstehen. Ja, gut, bei dir weiß man nie. Okay, um dieses glückliche Thema, was wir gerade hatten, von wegen Gronkh und sowas mal und zu unterbrechen, was mir auch aufgefallen ist, was ich heute erfahren habe. Loriot ist verstorben. Loriot, ja. Der brillante Komödiant. Total heftig, nein, das ist grausam, Leute. Das ja. Ist, wirklich. Das hat uns alle wirklich sehr erschüttert. Oder also zumindest mich und Fredo Place. Loriot war, mit dem bin ich aufgewachsen quasi, also mit Mr. Bean und Loriot bin ich aufgewachsen. Ich fand seinen Humor einfach nur klasse. Für die Leute, die ihn nicht kennen oder so, Loriot einfach mal bei YouTube eingeben und einfach mal sich ein paar Videos anschauen. Loriot wird der geschrieben. Wir schreiben den Namen auf jeden Fall da nochmal hin. Ja, auf in die Beschreibung. Die Beschreibung Loriot für die Sonderschüler unter uns. Oh, das war weiß. Ey, mach mich nicht fertig. Nein, ne. Lass mich doch in Ruhe, ich kann da nichts hören. Ja, ja. Boah, ich finde das gerade kacke. Wir machen bestimmt jetzt hier gerade eine Folge, 15 Minuten lang nur Gelaber. Und ja. Wir kommen nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, das erinnert uns doch fern an mein Oblivion. Ich wollte es gerade sagen, ich fühle mich wie Oblivion. Was ist denn da? Es nein, nicht... jetzt geht er nicht da rein. Du bist ein Held. Ey, das sieht aus wie so ein Embryo. Und du liegst zusammengekauert in der Ecke wie ein Embryo. Vision wiederholen. Wollt ihr speichern? Wie ihr wünscht. Nein. Warum liegt denn der da auf einmal? Ich hab da... Ja, er wird gerade geboren, er erblickt gerade das Tageslicht. Way! Das Licht der Welt. Way! Und schon geht das Licht. Okay, dann gehen wir einfach mal hier hoch. Ja, vielleicht müssen wir da irgendwelche Schalter drücken, klicken, stampfen. Way! Was hat es auch? Geschafft! Schnell! Bevor sie schließt! Ja, schnell! Bevor sie schließt, du laberst einfach weiter, dann leckt das Spiel noch. Ja, toll, wunderbar! Weißt du was? Du läufst gerade in die falsche Richtung. Ja, es ist mir. Wir warten jetzt einfach, bis der Schalter wieder rauskommt, weil ich renne jetzt nicht. Das glaube ich nochmal. Nein, das haben sie cool gemacht. Die Frauen labern nur einmal. Ach, das ist ja nicht viel. Das ist aber nicht sehr realitätsnah, muss man sagen. Also die physikalischen Gesetze dürfen ja nicht außer Acht gelassen werden. Gut, Zeit zurückdrehen. Warum nicht? Sand muss man. Okay, aber Frauen reden wenig? Frauen und wenig reden? Ich meine, das ist wirklich. Also Leute, das kann. Nein, ach komm, das wird jetzt hier zu sexistisch. Und nicht jede Frau ist so. Manche sind noch schlimmer. Und. Auf jeden Fall. Quatsch. Nein, das waren wir.